Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Workers and Resources. Wir sind immer noch fleißig dabei, unser Müllverbrennen mal in den Start zu bringen. Und, ach ja, genau, wir brauchen hier unten auf jeden Fall noch eine Bushaltestelle, ne? Damit wir auch Personal hier runterkriegen. Was mir da mal so einfällt. Abwassertank überfüllt. Ach ja, das muss ich auch noch machen. Ach ja, da war ja was, da war ja was, da war ja was. Wo brauche ich das Ding denn hin, ey? Ja, da direkt dran, das ist ein bisschen doof, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob ich dann da rauskomme oder kann. Also probieren es. Probieren geht über Studieren, habe ich mir sagen lassen. So, ach ja, genau, eine Bushaltestelle brauchen wir, haben wir gesagt. Bushaltestelle. Arbeiter. Okay. Jo. Haben wir nicht mal halt alle nochmal, aber mal Berg. Endhaltestelle. Bus Endstation klein. Ja, aber die Frage ist, wo und wie baue ich die hin, oder? Boah, würde ich erst, ich würde es erstmal so lassen, glaube ich. Genau. Ich würde es tatsächlich erstmal so lassen, glaube ich. So, wie sieht es denn hier unten aus? Die Brücke ist fertig, hier wird Kies angeliefert. Das geht alles seinen Weg, das wird natürlich erstmal noch das ganze Jahr überdauern. Aber derweil können wir dann vielleicht schon mal ein bisschen wieder den Müll verbrennen, auch wenn das vielleicht nicht ganz so die schöne, feine Art ist. Aber ich weiß ja nicht, die braucht auch noch Wasser an, ne? Lass uns eins nach. Das Material ist jetzt alles da. Jetzt brauchen wir nur noch Personal. Personal steht hier oben. Was ist denn ein Problem? Ein paar Freibogen habe ich noch. So, wie sieht es denn aus hier? Dass hier Leute anhören gehen. Tonnen Kies fehlen hier noch. Material ist da, hier fehlt tatsächlich nur ein Bus, ne? Nein, der kommt doch irgendwo da.
Ja, 22 hat er dabei, das ist schon mal gut. Hier sieht es noch hier aus, materialtechnisch. Ein bisschen Kies fehlt hier noch. Lass uns das mal auf hohe Priorität setzen, bitte. Wo habe ich denn meinen Abwasseranschluss hier? Da habe ich noch einen, aber dann lass uns doch mal gucken. Das ist natürlich jetzt ein bisschen uncool. Aber hey, das funktioniert doch eigentlich ganz gut. So, wenn wir den jetzt hier hinbauen. Wenn wir den dann da anschließen, dann wäre hier ungefähr... Das schön gerade legen. So. Mache ich hier kurz ein paar Teile hin. Brauche ich denn da wirklich eine Abwasserpumpe eigentlich? Nee, ne? Versuchen wir es mal ohne. Genau. Nehmen wir mal das durch, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Also pass auf, wir machen folgendes. Der geht dahin. Jetzt kriege ich den auch gar nicht dran. So, jetzt Wasser, Abwasserleitung bauen. Pack. Pack. Genau. Feuer, oh, ich hab ein Feuer. Ich muss mir auch die Nachrichten machen, glaube ich. Es läuft gerade, wir haben gerade gut Schluss. Aber ganz ehrlich, glaube ich, hier wäre es nicht mal kurz. Wir brauchen ein bisschen das Personal. Neuer Fahrzeugtyp verfügbar. Kommen wir mal mit Linux. Aber man kann auch nochmal. Ich kann noch. Haben wir denn jetzt in dem Gefängnis die richtige Temperatur? Jo, haben wir. Das kann ja sonst auch nicht funktionieren, ne? Genau, jetzt müssen wir das auch gut zum Einstellen. Heizwerk, ja, ist klar. Alles gut. Entspannt euch. Jetzt hier drüben aus. Ah, da sind zu fleißig gegangen hier. Wird alles noch ein bisschen Zeit brauchen, aber... Das ist, glaube ich, auch der Mode, den ich auch als erstes mit fertig machen werde. Ja, definitiv.
Leider hat kein Trinkwasser. Also müssen wir erstmal noch eine Wasseranschlussstation hier unten hinbauen. Genau, das heißt, wir machen das Ding mal hier unten hin. Natürlich erstmal. Braucht keine hohe Priorität, alles gut. Aber Strom braucht das Ding anscheinend. Braucht es, also brauchen wir hier unten auch ein Umspannwerk. Aber da reicht dann nur ein kleines, ne? Genau, und dann gucken wir einfach mal, wie wir das Ganze so handhaben können. Also das mit dem Ding läuft auf jeden Fall jetzt gerade. Das ist schon mal gut, also 1290. Arbeite mit Uni-Abschluss. Ein bisschen Arbeitslosigkeit. Wegen dem fehlenden Arbeitsplatz. Das kann eigentlich gar nicht sein, aber okay. Hier aus, bautechnisch fehlt ein bisschen Kies. Ich setze das mal auf hohe Priorität. Das kriegt auch eine hohe Priorität. Und das Ding kriegt dann auch eine hohe Priorität, dass das schnell fertig wird mit dem Abwasser. Ach, guck mal, hier ist er schon ordentlich gegangen, sehe ich gerade. Jetzt passt ja schon mal so gut. Schön ein bisschen einbauen. Sieht ganz cool aus hier. Eine Müllverbrennungsanlage mitten im Wald. Schon auch sehr geil. Forschung ist auch gleich durch. Das ist gut. Dann müssen wir mal gucken. Dann könnten wir vielleicht mal schauen. Das war vielleicht am Anfang wirklich mal Plattenbaum zu forschen, ne? Wo können wir das eigentlich forschen? Und auch in der Uni, oder? Also na. Gehen wir zur Uni. Das sieht ganz gut aus. Kommen wir auf jeden Fall nach. Und was machen denn unsere Babys? Ja, gehen wir mal ein bisschen zurück. Ja, stagniert immer so. Dann haben wir einen ganz schön Abfallgarten, ne? Da fehlt noch Kies. Da fehlt noch Kies. Da fehlt auch noch Kies. Aber hier ist auf einem guten Weg. Also wir brauchen auf jeden Fall noch eine Müllkippe. Genau, und da würde ich aber mal kurz gucken. Müllhalde mit Greifer klein. Würde ich vielleicht hier tatsächlich hinbauen, dass wir hier Gebäude kann aufgrund der Infrastruktur nicht gebaut werden. Achso, wegen dem Bild? Wegen der Straße hier unten. Gut, aber die Straße könnten wir umlegen, das ist ja nicht das Problem. Wir könnten aber auch kurz gucken. Muss direkt von Gebäude zu Gebäude platziert werden, okay.
Ja, wie gesagt, da müssen wir uns immer so ein bisschen ranfuchsen hier. Bauämter sind zugewiesen. Aber wir haben so viele Baustellen momentan. Jetzt brauchen wir noch Plattenbauteile. Die müssen aber jetzt relativ schnell geliefert werden eigentlich. Jo, das passt auf jeden Fall. Ja, wir haben hier keinen Müll. Ja. Leute, warum geht ihr dahin, wo kein Material ist? Seid ihr doof? Ja, ihr seid doof. Ehrlich, ihr seid einfach nur cool. Na gut, wenn hier Kies schon mal fertig ist, ist schon mal eigentlich ganz gut. Es ist so viel, ne? Und wir haben unser Geld schon mit echt dahin. Wir müssen auf jeden Fall gucken. Wir kaufen gerade da sau viel, ne? Haben uns dann mal nichts vor, ne? Aber das ist gleich fertig. Bam. Das ist schon mal erledigt. Das ist schon mal sehr gut. Ich hoffe, das funktioniert auch so alles, was ich mir das vorstelle. Ja. Wenn es nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Dann müssen wir noch eine kurze Pumpe dazwischen bauen. Aber das sollte ja nicht das Problem sein. Wie sieht es hier aus? 50%. Hat 3 LKWs unterwegs. Fehlende Ressourcen, Holz. Brauche ich noch einen LKW hier oder was? Ich glaube, wir brauchen dann noch einen LKW, wa? Ich habe zwar mal 560 Tonnen liegen, aber ich möchte auch ein paar Tonnen auf Lager haben hier. Laufen tut das, ne? Also der haut hier Holz weg ohne Ende. Aber da kommt einfach zu wenig an. Ich meine, schon alles verarbeitet hier. Alles ist schon wieder weg. Jo, perfekt. Dann ist das auch gleich fertig. Hier fehlt noch ein bisschen Beton und Stahl. Da kommt schon mal Stahl, da kommt das Beton, dann das Beton. Der Beton. Ja. Okay, dann ist das Ding jetzt auch fertig. Aber da braucht es auch kein bisschen mehr kommen. Das heißt, am Wasser sollte jetzt fließen. Fließt, funktioniert. Da haut er
durch. Müssen wir jetzt aber mal gucken machen. Nein, Wasser brauchen wir jetzt hier auch noch. Hier haben wir noch eine Verbindungsstation hier oben. Ja, da. Was ich jetzt nicht gut finde, dass da... Also ich hätte ganz gerne irgendwo hier vorne, glaube ich, auch nochmal so eine Verbindungsstation für Wasser. Das würde schon allein hinkommen, denke ich. Arbeitsmöglichkeit zu. Ja, ich weiß. So viel Neuigkeiten. Mit einer Heizberg. Wir brauchen jetzt noch gar nicht heizen. Kurz die Forschung ist abgeschlossen. Lass uns mal kurz einmal. Wo ist der Plattenbau? Plattenbau, große Monumente. Kann ich hier gar nicht forschen, ne? Ne. Brandschutz für Wohngebäude. Machen wir Parkplätze für Parteimitglieder. Forschen wir das mal. Mitarbeiter. Okay. Also ganz ehrlich, meine Leute sind wunderbar glücklich. 86%, wir haben eine Gesundheit von 89%. Das ist doch völlig okay. Da ist doch absolut nichts gegen einzuwenden, oder? Mal gucken, jetzt sind wir schon mal hier vorne angekommen. Das ist ja schon mal ein Traum. Und ich hoffe, wenn die Straßen schon mal stehen. Ja, guck mal. Dann machen wir das jetzt auf hohe Prio. Das machen wir auf Ruhe. Das hier steht aber alles noch still. Ja, okay. Das wollte ich wissen, dass das noch alles still steht. Das verrottet langsam, aber wirklich ganz langsam der Müll, ne? Mein Geld schwindet und schwindet und schwindet. Ich bin froh, dass wir hier den Strom am Laufen haben tatsächlich. Also ich glaube, der hält uns gerade ein bisschen auf Trab, ne? Wir gucken mal. Unmenschliche Produktion und Verbrauch. Import, Export von Ressourcen. Guck mal, Bretter, fast 1000 Rubel. Ja, guck mal, hier Strom. Geht gut weg, ne?
Seite an sich auch. Das ist schon mal ganz gut eigentlich. Ja, aber dass wir so langsam unser Heizwerk auch wieder hochtreiben, das stimmt. Dann langsam wieder auf 7 Leute gehen. Ja, das sieht aber erstmal eigentlich alles ganz gut aus, ne? Regen sind gut. Kohlen sind völlig okay. Okay, Wasseranschlussstation ist schon mal da. Das ist schon mal viel wert. Dann brauchen wir jetzt nur noch, dass das hier oben fertig ist. Zuerst fertig. Insgesamt 7 Dinger, also die könnten doch eigentlich auch arbeiten schicken, oder? Kann man da nicht wie so ein Gefängnistransport machen, dass sie irgendwie im Wald arbeiten oder so? Also die halten das gerade echt gut hin, ne? Kieswerk. So, Kies ist voll. Geil. So, Kies ist cool. Voller als voll. Was ist denn da passiert? Ich glaube, das ist ein Bug. Das sieht ein bisschen scheiße aus. Aber egal. Kies ist voll. Okay. Ich bin überlegen. Ich habe hier noch Verteilungsbüro, ne? Und Fahrzeuge kaufen. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal Kipper. Gesamtkapazität. So, mal die hauen 25 Tonnen weg. Hab ich da 3 Stück fahre, die fahren nur 35 km/h. Die fahren 70 und hauen 10 Tonnen weg. 5 Tonnen. Ich meine, die Straße gibt eh nicht mehr her, ne? Aber ganz ehrlich, Alter, das bringt eh nichts. Bringt absolut null. Ach so, warte mal, fällt ja ein, ich muss hier auch noch eine Straße anbauen, ne? Da war ja was. So, wie sieht es hier oben aus? Okay, das Ding ist fertig, ne? Gut, dann lass uns mal eben kurz. Nehme ich meine Mittel oder was an heute mal. Meter Tiefe. Geht nicht. Meter. Das geht aber. Das geht auch. Okay, dann. Ah, stopp. Muss ich nochmal kurz abbrechen. Ja, dann muss ja noch eine Pumpe zwischen. Hier muss eine Pumpe zwischen. Das ist da Wasserbrunnen, Wasseraufbereitung, B- und Entladestation. Wasserpumpe. So.
jetzt können wir das machen. Jetzt geht das auch. So, und dann können wir eigentlich hier unten direkt auch noch eine Wasserpumpe hinten dran bauen. Hier nochmal eine Wasseranschlussstation. So, dann haben wir das auch fertig. Und jetzt müssen wir den nur irgendwie darüber kriegen, ne? Gut, dann pass auf, das machen wir folgendermaßen. Schön parallel rum, das sieht ganz gut aus. Ja, sieht gut aus. Abfahrt. Wird gebaut. Das war wieder ein Haufen am Material, aber egal. Wird gebaut. Strom. Läuft. Oder wir gucken mal ganz kurz, ob ich irgendwelche Stromschwankungen habe oder so. Also Spannung liegt an sich überall gut an. Leistung ist auch im grünen Bereich. Das sieht alles eigentlich ganz gut aus. Das ist schon mal viel wert. Also meine drei Kieskutscher sind schon unterwegs. Definitiv, die sind richtig gut unterwegs hier. Ah. Und ich würde sagen, wir müssen dann danach das hier vorführen. Hier. Müssen uns ja auch noch was einfallen lassen, ne? Hätte auch noch gar keinen Anschluss hier. Aber wie krumm brauche ich denn heute wieder? Kies. So. Also. Das auf jeden Fall erstmal hohe Prio. Das hat hohe Prio. Das hat hohe Prio. Und dann ist das der erste Bau, den wir freischalten werden. Dass der über den Winter fertig gebaut werden kann, dass wir im Frühjahr anfangen können zu sehen. Genau. So. Das hier unten sieht auch gut aus, jetzt also müssen wir nur noch... Na ja, gut, Wasser wird das noch nicht erliegen, ne? Das wird erst ein bisschen dauern. Aber auch noch ein bisschen Kies, ja? Aber das möchte ich, dass das eine hohe Prio hat. Und das möchte ich auch gerne diese Folge noch verändern.
Ach, Mann. Weißt du, alles so Züge. Es gibt immer so viele neue Sachen und wir können nichts damit anfangen. Wir müssen auch noch die Geheimpolizei bauen, damit wir wissen, wie die Leute mal, ne, wie regierungsloyal die sind und so. Ja, so viel Arbeit von Stromkabel, den müssen wir auch noch legen hier. Ja, aber apropos Stromkabel, aber können wir da nicht eigentlich eine Oberleitung legen? Wenn ich jetzt sage, ich lege die jetzt hier raus. Na, warte mal, pass auf, wie machen das mal das? Nehmen wir die hier. Nein, das geht nicht, ne? Kommen wir nicht hin, ne? Können wir das hier drüben hinlegen? Ah, das sieht an sich erstmal schon mal ganz gut aus, ne? So, aber das Problem ist, okay, so machen wir das. Dann haben wir dann auch Strom da. Okay, jetzt haben wir schon mal wieder eine Bushaltestelle mehr, eine Baustelle weniger vor allem auch. So, Wasser ist da. Abwasserstation brauche ich auch noch. Genau, einmal eine Abwasserstation bitte. Abwassertank. Ja, komm. Also hier ein Scheißding. Und das ballern wir dann gleich einfach hier mit einem Rohr, da ist noch ein Abfluss frei. Ballern wir das einfach daran. Da mache ich mir gar nichts weg. Gerade arg an Kies, ne? Der Beton ist schon mal da. Ja, die Prioritäten liegen gerade ein bisschen anders, ne? Genau. Die Prios liegen anders, meine Freunde. Also wir könnten, ohne Scheiß, wir könnten Kies problemlos exportieren. Das wäre gar kein Problem. Das Problem ist, was ich nur sehe. Erstmal sieht das hier gerade richtig scheiße aus, aber egal. Den Kipper nehmen. Ja, und mir die Gesamtkapazität oder mal die Geschwindigkeit angucken. Der ist der schnellste, kann aber nur 5 Tonnen, der kann aber 90. So. 10 Tonnen. Mal was, ganz ehrlich, was kriege ich für 10 Tonnen Kies? Lass uns mal an der Grenze mal gucken. So, Kies. Mal gucken, für 10 Tonnen Kies. Kriegen wir ungefähr 100 Rubel. Also das ist nicht viel, ne? Also mit Zug in Massen würde ich noch sagen, jo, das lohnt sich, ne? Wenn du dann gleich mal so 100 Tonnen da weghaust, ne? Aber so in dem Fall wird das echt schwierig. Das ist das Problem.
Fertig? Also, das Ding ist mal fertig. Wie krass, Alter. So, apropos krass, Müll. Da war ja was. Müllhalde, Müllhalde mit Greifer klein. Ja, würde ich ganz gerne irgendwie so. Mal hier dran bringen tatsächlich. Aber geht gerade nicht, weil wir keinen Bagger feiern. Aber wie sieht's? Warte mal ganz kurz. Ja, haben wir gerade nicht frei, ne? Jetzt ist das Problem. Aber, ne, ich hab das, ich kann Bagger hier rumstehen. Ne. Geht nicht, steht nicht, geht nicht. 0,62 Tonnen Kies, ernsthaft jetzt? Ach so, das war das, was gefehlt hat. Alles klar, jetzt wird ein Schuh draus. Scheiße, meine Müllkippe ist voll. Ich brauche eine neue Müllkippe. Leute, wir kriegen ein Müllproblem. Okay, weiter geht's. So, wie sieht's denn aus hier oben? Personal ist da, aber das Material nicht. Wieder eine Baustelle weniger. Aber warte mal, wir könnten noch eigentlich ganz kurz die Ambassadeur auch schon mal nehmen, ne? Einmal bitte parallel bauen, ja. Das möchte ich ganz gerne machen. Wäre sehr nice. Genau, dann machen wir das nämlich direkt so. Forschung abgeschlossen. Bis für loyale Bürger. Bildung für loyale Bürger. Machen wir das mal als nächstes. Forschung läuft gerade richtig gut, würde ich sagen. Ne? Aber Plattenbau haben wir immer noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo ich das finde. Wahrscheinlich in der Technischen Universität oder so. Ich meine, die müssen wir auch beim Bau, ne? So ist das ja nicht. Die Leute sind nur die Max-Prozent, mal die Jungs 39%, also das läuft. Ne? Im Gefängnis 94%, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, am Bushaltestelle ist schon mal auch fest. Wie mit der Treibstoff? Nee, ne? Wir geben keinen Treibstoff. Blubbert. Blubbert und blubbert.
So, da kommt jetzt auch schon mal langsam aber sicher die Wasserleitung. Ja komm, das machen wir jetzt noch fertig hier oben. Weiß noch gar nicht angefangen, ne? Weil da noch Kies fehlt. Da fehlt Kies und Asphalt. Wird langsam. Hauptsache die lange Leitung wird schneller fertig als die andere. So, wie sieht's denn aus? Wo sind wir denn hier unten? Ja, da fehlen noch 27 Tonnen. Neuer Fahrzeugtyp. Tor U650 klingt ein U-Boot. Was brauchen die 94 Tonnen Kies? Dann leck mich an die Füße. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wie wir dann hoffentlich vielleicht unsere Müllverbrennung anschmeißen können. Mal gucken, ich bin jetzt schon so 19% voll, das Scheißding. Wir müssen da auf jeden Fall ganz, ganz dringend was machen. Das ist erstmal ganz klar am Fall. Ja, so sieht das. Personaltechnisch sieht momentan erstmal alles gut aus. Problem ist wirklich gerade, dass wir die Baustellen beseitigen. Ich würde im Frühjahr ganz gerne tatsächlich schauen, dass wir hier anbauen können. Aber ich glaube, das wird schwierig, ne? Ich glaub's auch. Aber wir schauen mal. Gut, gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.